Hi, ich bin der Günther, ich bin der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Deltarune Chapter 2. Letztes Mal haben wir den Secret Boss des Games dezent knapp besiegt und können damit jetzt zum Finale aufbrechen. Also konnten wir vorher auch schon, aber ich wollte halt den Secret Boss besiegen, you know. Warum bleibst du stehen? Also machen wir es wirklich. Reden wir da jetzt wirklich nicht drüber? Das war fucking seltsam. Puppen, Fäden, Hände. Was zum Fick heißt das? Und wie einfach kaputt gegangen ist. Ich glaube nicht, dass es irgendwas bedeutet hat, Susi. Es war wahrscheinlich einfach nur ein korruptes Programm. Er ist zu unser Freund geworden, also akzeptieren wir es. Razzay, willst du vielleicht auf dem Weg stehen? Oder nicht so? Chris. Okay, alles okay bei dir? Ich hatte 2 HP, keine Items und einen Charakter übrig. Chris, ist alles okay? Du brüllst. Yay, alles ist okay. Denk nicht zu sehr drüber nach, okay? Also, nur tief atmen und denk über irgendwas anderes nach. Ich glaube, Razzay hat recht, Chris. Was auch immer passiert ist, vielleicht hat's nichts bedeutet. Keine Ahnung, warum du hergekommen bist, aber zumindest bist du nicht tot. Aber sag uns nächstes Mal Bescheid, wenn du sowas Behindertes machst. Ich weiß nicht, warum jetzt diese Cutscene kam. Beim Secret Boss von Chapter 1 gab es nichts in die Richtung. Ich meine, irgendwas hat's mit den Secret Bossen auf sich und ich bin inzwischen eh am vermuten, dass am Ende vom Game, in Kapitel 7, Gaster der letzte Boss sein wird, der ja schon Undertale-Mythos ist. Und ich habe kaum Kohle für Items. Ich habe keine Ahnung, was ich genau für Ausrüstung gerade anhab. Yay. Ich meine, von den Dingern brauche ich definitiv nicht so viel. Ja. Das bringt mir einen Scheißdreck. Ja, ich muss wohl hoffen, dass ich erstmal so klarkomme. Ansonsten wird's problematisch. Ja, wir haben halt wirklich alle Items benötigt beim Secret Boss Spamton Neo. Hier stehen Autos. Die sind inzwischen abgeblockt, yay. Oh nein. Ach so. Da musste ich ausweichen. Perfekt. Als hätte ich irgendeine Ahnung. Willkommen zur zweiten Stock-Dinner-Party Sektion A. Nimm Essen, egal von wem. Und du wieder. Psst, ich bin's, der Hacker. Niemand hat's bemerkt, aber ich bin... Doch, ich. Aber bleib ruhig damit, ne? Mauszeiger. Der Typ erzählt jeden auf der Party, dass er ein Hacker ist. Ich weiß nicht, was ich damit anfangs. Ja. Keep it down, I guess. Ja, die Queen hat recht. Fehlermeldung. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Nubert! Nubert kommt hoch in der Welt. Es ist Nubert!
Ja, er ist einfach die höchste Maus, aber Nubert ist immer noch krasser. Ich nehme mal den Schlüssel. Sicher, dass das keine Bombe war. Nicht schon. Los. Nicht schon wieder so ein Gedöns. Jetzt haben wir da drüben einen Weg frei. Och nein. Das sind Bomben. Ohne Abkürzung. So, damit teilen wir die HP, die wir verloren haben, wieder. Abkürzung in Eingangsbereich. Sehr schön. What the fuck? Okay, also das Ding da links von mir ist auf jeden Fall das schlimmste Gemälde. Schade daneben gestellt. Ja. Oh nein, die Küche ist mit... Was ist das? Wir hätten alles wegwerfen müssen. Oh nein, der Käse in diesem Eingang in der Stadt. Au, au. Die Mäuse können mich hier nicht kriegen, selbst wenn der Herd meine Füße verbrennt. Auf Deutsch Mäuse. Ach du meine Fresse. Ich bin kein Cheater, es ist Käse. Der Angriff ist irgendwie dezent einfach. Das waren 58 zu 66, heißt, wir sind auf 100. Aber es rollt immer noch. Auf einmal. Wir übernehmen das. Oh. Okay. Interesting. Danke für die Hilfe. Wir öffnen jetzt den östlichen Speisesaal. Ja. Was die anderen sagen, ist mir Schnuppe. So. Nicht blöde da reinrennen, dann passt's. Oh, das Castle ist interessant, sag ich mal. Und was geht hier ab? Du kannst mir nicht sagen, dass hier nichts passiert. Ich meine, hallo? Seht ihr diesen Raum? Er ist verschlossen. Was ist denn mit diesem großen leeren Raum los? Willkommen zu meinem extravaganten Speiseraum. Nur eine von diesen Platten hat den Schlüssel. Es wird sicher ein tolles Glücksspiel. Wie zur Hölle? Ach du meine, ist das ernst? Das kann nicht ernst gemeint sein. Wo ist ein Hinweis? Wo ist ein Ding, das ganz offensichtlich richtig ist? Das ist nicht euer Ernst. Ha! Habt ihr nicht gefunden? Wollt ihr aufgeben? Man hat... Sie wurden wieder vermischt? Okay, also nein. Es muss irgendeinen Trick geben. Es muss irgendeinen Trick... da ist irgendwas drunter. Fucking annoying dog. Hey, warte eine Sekunde.
What the fuck ist dieses Game? Da! Da ist der Schlüssel. Jetzt müssen wir nur noch... Es hat ihn kaputt gemacht. Das war geil. Abgesehen von der Zerstörung, lass uns weitergehen. Wir sind fast auf dem dritten Flur. Oh, ich wollte extra ausweichen. So, das Ziel ist ja, die alle auf eine Farbe zu springen. Das heißt, wenn ich da warm mache... Nein. Ich muss den unten... halt, stopp. Den unten muss ich kühler machen. Jetzt muss ich das machen und kann dann schon mal, oder muss ich das überhaupt? Ah doch, ja klar. So, der erste ist schon mal weg, hat der gerade fucking gedappt? Autsch. Falls ich das schon mal angemerkt habe, ich habe mal wieder eine Woche nicht aufgenommen. Das passiert mir oft. Ah, warte, also es wäre ja Verschwendung, wenn ich nicht jetzt noch die Heilung nutzen würde, die ich habe, you know? Oh. Oh, wait. Der Gegner ist eh schon weg anscheinend. Geil, beide Türen führen hier hin. Ja, vielleicht sollte ich ein bisschen... Wait, sind da... Oh, die verschwinden nach kurzer Zeit. Ja, dann versuche ich mal alle wegzumachen. Vielleicht muss ich auch das... Ich meine, irgendwas muss hier ja sein. Und ich laufe da rein, als wäre ich behindert. Ach du meine Fresse, das hat 100 gemacht. Ach, jetzt ist hier hinten was. Glow Shard. Unschön. Wird jedes Kapitel wertvoller. Na super. Wir sind jetzt oben an der Queen-Statue. Ich hab doch grad wenig Leben. Digga, ich... interesting. Ich hasse solche Minigames. Ein Buch übers Zurücklaufen verhindert. Aha. Der Ritter hat die Fontäne erschaffen und dann diese Welt.
Er könnte kraftvoller sein als die Queen. Für jetzt. Die Queen war neulich sehr an diesem Video interessiert. Dort, wo der Ritter die Fontäne selbst kreiert, nun. Es ist das und Cyber Citys lustigste Heimvideos. Das ist das heutige Essens-Entertainment. Ich habe gehört, es heißt Die Geburt einer Fontäne. Was ein eleganter Name. Ja, die Fontäne mal wieder. Oh, hi, Birdly. Chris, Susan, Digga. Ich bin froh, dass ihr hier unverwundet angekommen seid. Unverwundet? Wir haben einen fucking Secret-Boss-Kampf gemacht, wo wir fast krepiert werden. Die ganzen Minispiele hier bumsen nicht in die Hölle. Lasst uns jetzt Tempo machen. Hier ist ein geheimer Durchgang zur Spitze. Da können wir Noelle hinretten. Okay. Ab geht's, Chris. Oh, Chris ist... Chris, du und... der andere da. Lenk Queen ab. Lass uns aufgehen, Susi. Nur wir zwei. Ach, du meine Fresse. Okay. Chris, was? Klar. Ich dachte, das wäre eine Beleidigung. Ist das eine Beleidigung? Ich weiß es nicht. Buckholz. Und der Weg zurück ist weg. Kommt jetzt vielleicht der Secret... Ja, passt. Wo kommst du her? Wann sind die da drin fertig? Ja, ist es jetzt Boss-Time? Ein riesiger Säuresee? Oh, ihr meint den Gratis-Pool. Ihr werdet lernen, ihn zu lieben. Warum hast du das? Es ist meine... es ist die Energiequelle meiner Villa. Und macht Spaß zu trinken. Tschö. Wie sollen wir da dran vorbei? Oh. Ich glaube, das funktioniert. Jetzt müssen wir irgendwie die Queen ablenken. Oh, ich bin total abgelenkt. Lol. Ich weiß jetzt nicht, ob man dagegen fahren soll oder nicht. Was sind das, kleine Häuser? Nur Wind für meine Gäste. Wie würde da irgendjemand reinpassen? Von der Säure schrumpfen? Chris, hol die Bananen. Doch. Okay, Chris, das ist gut für dich. Potassium. Jetzt habe ich aber ein Haus verpasst. Aber egal, Potassium. Ich glaube, wir kommen in den Tunnel. Warum sind diese Bananen so ein dummer Inside-Joke? Ich glaube, ich hätte das letzte Haus treffen müssen, um weiterfahren zu können. Dieser Sound! Hä, irgendwas blockiert den Weg. Vielleicht können wir da das irgendwie loswerden? Hier sollte ich vielleicht ein bisschen aufpassen, nicht in Säure zu rennen. Oh nein. What the hell? Was zur Hölle bist du? Danke für die Hilfe. Ich musste das Haus da oben sauber machen und bin festgesteckt. Ach komm. Und wie aktiviere ich das da oben? Ja.
Ich glaube, dieses Mal müssen wir es wohl gehen lassen. Ehrenmann. Aber wie komme ich jetzt weiter? Ach du meine Fresse, Puzzle. Na, zu dem Tower da würde ich schon auch gerne rüber. Ich habe mir übrigens angewöhnt, dass es gegen die Dinger echt das Einfachste ist. Defend. Pacify. Ist deutlich einfacher, als zu versuchen, irgendwie die Kabel zu lösen. Defend. Pacify. Und schon haben wir's. Ah, da ist jetzt eine Schatztruhe. Frieden ist zum Schloss zurückgekehrt. Oh, Belebung. So, jetzt gehen wir da hoch. Oh nein, was? Was? Gucken wir mal kurz, wie sich die Dinger verhalten. Die Mäuse haben einen Dollar gefunden, du hast nichts abbekommen. Jetzt müssten sie zur oberen Truhe, oder? Nee. Zum unteren Haus. Warte, für die Truhe müsste ich... Nee, die dürfen doch nicht kein... Die müssen keins von denen hier nehmen, oder? Warte, wenn ich das so mache. Ja. Ha, jetzt habe ich auch von den 20 nichts bekommen. Das müsste klappen, oder? Jawohl. Die Brücke ist jetzt da. Wow. Jetzt ist die Hand aus dem Weg. Dieses Spiel ist so ein LSD-Trip manchmal. Ab geht's, Chris. Speed. Alter, das Shading insane. Chris, hey Chris. Es ist seltsam, das zu sagen, aber... ich find's cool, so Zeit mit dir zu verbringen. Ja. Dann ich, ich war sarkastisch, sorry. Wenn wir uns zum ersten Mal begegnet sind, ich war sehr nervös über den ersten Eindruck. Ich hab sogar mein Gesicht versteckt, damit ihr es nicht seht. Wie bin ich überhaupt ein Freund? Alles, was ich machen muss, ist nett sein, habe ich gedacht. Aber ich glaube, dass Freunde sein mehr als das ist, oder? Susi ist oft nicht sonderlich nett. Sie ist eigensinnig, unhöflich, sarkastisch, aber... Sie ist sie selber, ne? Das habe ich heute begonnen zu überlegen. Und natürlich, Chris, ist auch toll, dass du bist. Hä? Das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Ich glaube... Für mich ist das alles ein erstes Mal, aber... ist schon cool. Ich hab nur überlegt, was... Ralsei sein überhaupt ist. Sorry, bin ein bisschen abgeschweift. Lass uns einfach hier Fahrt genießen. Und sind wir da? Ach du meine Fresse.
Wow, Chris, guck dir diese Häuser an. Was passiert, wenn wir ihre Farbe ändern? Nein! Ihr Würmer, dachtet ernsthaft, dass ihr mich zum letzten Mal gesehen habt. Schiff Ahoi, Landratten! Seid ihr fertig, um Davy Jones Spind zu besuchen? Könntest du vielleicht mit zumindest nur einem Akzent sprechen? Meinetwegen! Mr. Rooksitz, ich hab mich gerade erinnert, Lancer ist nicht so toll. Habt ihr versucht, Dings? Vielleicht, gibt ihm etwas Alkohol? Warte, ich habe keine Zeit für solche Dinge. Ich muss diese Insel einnehmen und euch besiegen. Dann gebe ich ihr ein tolles Inselgeschenk. Die Queen soll mich belohnen und mich zu ihrer linken Hand machen. Mich, der wahre Lakai. Also, ach, guckt mir zu. What the? Nein! Toby Fox, du insaner Fuck! Das ist der Scheiß, den man im ersten Kapitel zusammengebaut hat. Genau gesagt, bei mir ist es wahrscheinlich irgendwas Randomizedes, weil ich keinen Chapter 1 Save State hatte. Das? Seid ihr neidisch auf mein Kampfschiff? Es ist geschaffen von einem antiken Gott der Schlacht. Ich habe es von der Müllhalde des Königs gesammelt und repariert. Das ist eigentlich nur ein abgelehntes Design, das wir gemacht haben. Und bald sollt ihr ablehnen schmecken. Bei der ersten Hand durch meine Geschosse. What the fuck? Damit habe ich nicht gerechnet. Und ihr vielleicht auch nicht. Aber sehen werdet ihr es erst in der nächsten Folge von Deltarune Chapter 2. Das Shakespeare von Wish Battle. What the fuck? Aber ja, seid beim nächsten Mal wieder dabei. Lasst ein Like und ein Abo da. Vielleicht kommen wir dann auch zum finalen Boss. Bis dann und tschö mit Ö.